Guten Abend und willkommen zu unserer Sendung. Stellen Sie sich vor, die liebe und wohlhabende Tante stirbt in hohem Alter. Das Testament wird eröffnet und da ist die große Überraschung. Die Familie geht völlig leer aus und ein sehr junger Mann, von dem Sie noch nie vorher gehört haben, ist allein Erbe. Ist das jetzt der Helfer in Not gewesen oder ist das vielleicht ein gemeiner Erbschleicher? Über 200 Milliarden Euro werden in diesem Land jedes Jahr vererbt und jedes 10. Testament wird angefechtet oder es wird jedenfalls darum gerungen. Vielleicht, weil da jemand mit krimineller Energie dran war. Das ist heute Abend unser Thema. Erbschleicher, der hässliche Kampf um das Vermächtnis. Zu Gast sind Diana Maurer. Sie fühlt sich von ihrer eigenen Schwester um das Erbe der Mutter betrogen. Sie wehrte sich mit ihrem Anwalt Joachim Mohr vor Gericht. Auch Dr. Renate Scheffel sollte erben, aber dann bekam die Pflegerin der Schwester zunächst alles. Später erzählt der Sparkassenangestellte Gerhard Weber, wie ihm Erbschleicherei vorgeworfen wurde. Das führte zu einer fristlosen Kündigung. Und wir sprechen über das Vermächtnis der ehemaligen persischen Kaiserin Soraya. Ihre deutschen Angehörigen kämpfen gegen einen Chauffeur um das Millionenerbe vor Gericht. Und mein erster Gast ist Schwester Bernadette. Sie kümmert sich um Opfer von Erbschleicher. Guten Abend erstmal Ihnen allen. Schönen guten Abend, Schwester Bernadette. Wie sind Sie als Ordensfrau zu diesem Thema gekommen? Ich habe in einer Pfarrgemeinde als Seelsorgerin gearbeitet. Da habe ich eine Frau kennengelernt, die in der Nachbarpfarrei gewohnt hatte. Wir kamen ins Gespräch, weil sie verschiedene Veranstaltungen aufgesucht hat in der Pfarrei. Dann hatten wir ein großes seelsorgerliches Projekt miteinander geplant. Ich habe sie öfters besucht zu Hause. Sie war sehr gut situiert. Sie hatte zwei Geschwister. Sie war in einem großen sozialen Feld eingebettet. Sie leitete einen großen Theaterkreis. Also sie war nie alleine eigentlich. Sie war Witwe, hatte eine schöne Eigentumswohnung. Und wir hatten eben an diesem Projekt zusammengearbeitet. Sie war sehr krank. Sie hatte 5 Löcher in der Lunge. Aber sie war voll geistig fit und auch körperlich noch einigermaßen gut beieinander. Und starb aber dann tatsächlich in dieser Zeit, in der Sie eben genau, sie gekannt haben. Genau, ich hatte sie Ende 2008 sowas kennengelernt. Wir hatten dann ein gutes Dreivierteljahr miteinander gearbeitet. Und dann habe ich gemerkt, dass ihr Gesundheitszustand immer schlechter wird. Ich habe ihr oft angeboten, ich kann ihr doch helfen, was im 5. Stock hochzutragen. Und auch die Angehörigen haben immer gesagt, wir helfen dir doch, wir sind doch da, du bist doch nicht alleine. Dann hatte sie immer gesagt, nein, das geht schon noch, das mache ich gerne, solange das geht. Und eines Tages erzählte sie mir dann von einem jungen Mann, der ihr jetzt auch manchmal hilft. Da habe ich mir gedacht, gut, ist ja schön, wenn sie da jemand hat. Ich habe mich nicht weiter darum gekümmert. Das war ja eine gute Sache, habe ich mir gedacht. Und dann eines Tages komme ich wieder zu ihr, dann lagen da an ihrem Schreibtisch bestimmt so 10 Briefe ungeöffnet. Und dann läutet das Telefon ein paar Mal. Dann sage ich ihr, warum gehst du nicht ans Telefon? Dann hat sie gesagt, ach, wenn ich jemanden brauche, dann ist eh niemand da für mich. Dann habe ich mir gedacht, ja, was ist jetzt los? Also da sind Sie misstrauisch geworden, weil Sie eigentlich so ein Kontakt wollten. Nein, da noch nicht, weil ich habe gedacht, sie ist einfach jetzt nicht gut beieinander gesundheitlich. Vielleicht ist sie einfach von der Gesundheit her sehr angeschlagen. Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht in dem Moment. Wann sind Sie denn misstrauisch geworden? War das vor dem Tode noch oder nach dem Tode? Erst nach dem Tode. Erst nach dem Tode. Was war der Anlass? Weil sie hatte immer sich gewünscht, dass sie kirchlich beerdigt werden möchte. Das war ja ganz, ganz wichtig. Und sie wollte auch unbedingt einen Gottesdienst haben. Dann habe ich erfahren, dass sie gestorben ist. Da kam ein Anruf von einer langjährigen Freundin von ihr. Und dann habe ich gefragt, ja, wo wird sie denn beerdigt? Wer kümmert sich denn darum, um die Beerdigung? Dann habe ich die Nachbarpfarrei angerufen. Und das war gerade eine schwierige Situation. Da war gerade kein Seelsorger im Moment vor Ort. Die hatten irgendwie Tagesausflug. Ja. Und dann habe ich weiter gefragt, ja, wie weiß ich jetzt, wann jetzt da die Beerdigung ist? Dann habe ich das Beerdigungsinstitut angerufen und dann bekam ich eben eine Nummer von einem gewissen Herrn Müller, der ihr Betreuer war. Wir nennen den jetzt beim Namen nicht. Genau, dann habe ich nicht einvernommen. Dann habe ich mich gewundert, ja, wie die hat auch Geschwister, wieso jetzt dieser Herr? Das verstehe ich nicht.
Der hat das dann alles organisiert? Mhm. Sie haben ihn dann auch getroffen bei der Beerdigung? Ich habe dann angerufen ihn und gefragt, wie läuft das denn ab mit der Beerdigung? Und dann hieß es eben, also da ist nur diese Beerdigung im Friedhof, aber kein Gottesdienst, das ist nicht gewünscht. Das wussten dann habe Sie ich interveniert, nein, das weiß ich anders, das war ihr großer Wunsch und habe mich dann da eingeschaltet. Habe auch die Beerdigung selbst gehalten, weil bevor das jemand Fremdes gemacht hätte, wollte ich einfach ihr das nicht antun. Ich habe sie gut gekannt und das wird eine große Beerdigung, das wusste ich. Sie hat einen riesen Bekanntenkreis, einen Freundeskreis. Und dieser Mann war auch da. Sie haben ihn auch angesprochen bei dieser Beerdigung. Sie haben gesagt, es gibt noch Unterlagen, wenn ich das richtig gelesen habe. Sie haben das ja alles verarbeitet, auch in einem Buch, diese ganze Sache, die Ihnen passiert ist. Und Sie haben ihn danach aber nicht mehr zu fassen bekommen. Er war weg, kann man also, das so sagen? Ich hatte mich gewundert, warum er mich nicht anspricht. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich meine, ich bin ja erkennbar, ja, dass ich diejenige sein muss. Habe noch nichts dabei gedacht, dann habe ich ihn dann angesprochen, ich hätte gerne meine Unterlagen zurück, da waren ein paar Zeitschriften, ein paar Adressen. Hat er gesagt, ja, erstmal nach der Beerdigung, es hat noch Zeit und ich melde mich dann. Dann denke ich mir nach 14 Tagen, da kommt nichts, dann habe ich angerufen, diese Nummer, die ich hatte, dann gab es die Nummer nicht mehr. Da war mir das schon seltsam, eigenartig habe ich mir gedacht, was ist da los? Und dann habe ich durch Verwandten schon erfahren, dass er ihn auch Stress gemacht hatte und mich auch dort schlecht gemacht hat. Wir hätten ja nur Streit gehabt, das stimmt überhaupt nicht. Und das war immer noch nicht ersichtlich, was da überhaupt gelaufen ist. Wann wussten Sie denn, dass dieser junge Mann der Alleinerbe? Erst nach der Testamentseröffnung. Dann war alles klar. Also die Verwandten hatten keinen Cent geerbt, gar nichts. Sie hatte das Testament auf ihn dann? Auf ihn überschrieben, komplett alles. Eigentumswohnung, ein Ferienhaus im Ausland, alles, komplett alles. Wie viel, was glauben Sie, was der Wert dann ist? Schon, also nicht ein paar tausend Euro, sondern ein bisschen mehr? Halbe Million, schätze halbe ich schon. Halbe Million. Circa. Hat die Familie das wiederbekommen, was ihr eigentlich zustand? Nein, gar nichts. Lediglich Therapiekosten. Er hatte nämlich gesagt, da wird noch eine Therapie versucht, dass man ihr eventuell noch helfen kann. Dann hat er von ihr verlangt, ich glaube, 8000 Euro. Das hat sie von ihrem Bruder geliehen. Hat das Gott sei Dank schriftlich gemacht und auch geschrieben, du bekommst das sofort zurück, wenn ich wieder gesund bin und das Geld habe. Und das hatte Gott sei Dank der Bruder. Und haben die natürlich nachgefragt im Krankenhaus, was soll das für eine Therapie sein? Die wussten von gar nichts. Und nur an diesem Punkt konnte man ihn dann erreichen und auch das Geld zurückbekommen. Für diesen Teil, aber nur, diese nur für diesen Teil, Kosten tatsächlich. Sonst gar nichts. Sie haben sich ja, mit diesem Buch dann aber auch eine eigene Betroffenheit von der Seele geschrieben. Können Sie verstehen, was in den Menschen vorgeht, denen das widerfährt? Sind Sie selber auch so angefasst gewesen, also abgesehen vom finanziellen Schaden? Also ich war erstmal total geschockt. Ich habe dann Abgründe geschaut. Mhm. Ich war so fertig, ich musste das erstmal für mich verarbeiten. Was waren das für Gefühle vor allem? Was ist das, eine Ohnmacht? Ja, es waren erstmal Trauer, Wut, Hilflosigkeit. Es wurde mir immer gesagt, da kann man nichts tun. Da gibt es nichts zu tun, das Testament ist rechtskräftig, da gibt es eigentlich gar nichts anzutesten. Das habe ich dann irgendwo so, auch so ratlos gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wenn jeder sagt, man kann nichts tun, dann kann man nichts tun. Dann haben die ja freie Hand. Mhm. Und habe dann angefangen, mal zu schreiben, eigentlich nur für mich, dass ich mal das loswerde. Ja. Ich habe dann Recherchen angestellt, ich bin in das Krankenhaus gegangen, habe mit der Ärztin gesprochen, ich war bei der Polizei. Es konnte mir niemand helfen. Niemand. Es war einfach niemand da, der mir helfen konnte. Frau Schäffel nickt schon mal. Ja. Die Frage, also Sie sind ja dann, Sie haben das veröffentlicht und sind dadurch dann tatsächlich auch zur Ansprechpartnerin geworden von vielen anderen, denen Ähnliches widerfahren ist. Ist das so richtig? Also ich habe mir gedacht, wenn ich schon so wütend bin und so traurig, wie muss das den Angehörigen gehen? Die haben ja niemand, wo sie das anbringen können. Das wird mir wiederholt auch gesagt, ja, sie hören mir wenigstens zu. Ich konnte mal stundenlang einfach reden. Sie haben mich ernst genommen. Und sie machen auch, weil sie reden, nicht nur. Ich habe auch dafür auch eine Stiftung gegründet mit dem Schauspieler und Autor Maximilian Krückel und Anwalt Dr. Andreas Geibel. Sie ist so ein großer Schwerpunkt, eben sich diese Opfer anzunehmen. Sie haben dadurch, dass Sie so viele Menschen jetzt gesprochen haben, denen eben eine Erbschleicherei widerfahren ist,
ja was, ein System herausgefiltert, wie solche Dinge vonstatten gehen? Gibt es so etwas wie, weiß ich nicht, eine Standardvorgehensweise von jemandem, wie diesem jungen Mann zum Beispiel? Also ich habe bestimmt, kommt das, dass deine Frau, die ja offensichtlich so viele soziale Kontakte hat, Freunde, dann plötzlich diesen Menschen dann alles überschreibt? Was ist mit der passiert? Ich habe bestimmt 80 Fälle mal recherchiert und mich da hinein vertieft. Da habe ich ein System festgestellt, das immer wiederkehrt. Wie ist das? Das erste ist, die Betroffenen werden in die Isolation getrieben. Heißt? Dann kommen plötzlich keine Briefe mehr an oder Telefonate werden nicht ausgerichtet. Oder am Telefon wird gesagt, Oma, Opa, geht's gerade nicht gut, rufen Sie später wieder an. Das ist einfach eine Masche. Mhm. Bis dann die Angehörigen das glauben, ja gut, die kümmert sich nicht um mich. Die will nicht von mir hören. Das ist halt so, ich bin wirklich alleine. Und da werden die Verwandten auch schlecht gemacht. Das ist dann das Zweite, sie werden abhängig gemacht. In Abhängigkeit von diesem sogenannten Erbschleicher gebracht. Schau, wer ist denn für dich da? Ich bin wirklich der Einzige, der sich um dich kümmert. Wo sind denn deine Verwandten alle? Und dann das schlechte Gewissen. Ich mache so viel für dich. Meine ganze Freizeit opfere ich für dich. Da könntest du mir wenigstens mal eine Immobilie überschreiben, wird so suggeriert. Also das ist dann am Ende ein freiwilliger Akt. Das macht die Sache auch so schwer. Ja, das Testament dann ein freiwilliger Akt dann tatsächlich ist, Anfechtung wahrscheinlich dann ziemlich kompliziert. Ja, und es bekommen ja auch was Zuwendung. Aber wenn es die gewusst hätten, die Opfer, was der Beweggrund ist, dann hätten sie das Erbe natürlich nicht vermacht. So jemand wie dieser Fall, also wie sucht denn so ein Erbschleicher ganz gezielt nach Menschen, die ein gewisses Alter haben, vielleicht alleinstehend sind, kann man das sagen? Haben Sie das in Erfahrung gebracht? Dass da ausgespäht wird, wer könnte in Fragen kommen? Ich frage mich erstmal, wie Sie überhaupt zu solchen Personen kommen. Ja, also in meinem Fall, ich habe das Buch auch so ein bisschen chaotisch geschrieben, weil ich es einfach nicht weiß. Man kann nur vermuten, wo dieser Mensch einfach auftaucht, den gab es vorher einfach nie. Einfach plötzlich ist der in ihrem Leben. Ich habe keine Ahnung, wo die sich kennengelernt haben, keine Ahnung. Herr Mohr, ich muss Sie mal was fragen. 200 Milliarden Euro, schätzt man vorsichtig, werden jedes Jahr vererbt in Deutschland. Also es ist wirklich richtig, richtig viel Geld. Dann gibt es noch so eine Statistik, die sagt, jedes 10. Testament ist strittig. Haben Sie die Erfahrung, dass das Erbschleichen, die Erbschleicherei zunimmt? Ist das eine Sache, die es immer schon gegeben haben, so seit Menschengedenken, wo Geld ist, möchte man es haben und dann gibt es auch Streit? Also nach meinem Kenntnisstand gibt es diese Problematik schon immer. Gerade jetzt die testamentarische Einsetzung aufgrund eines Irrtums, aufgrund einer Manipulation vorher vor dem Tod, also wie es gerade beschrieben worden ist. Noch stärker erscheint es mir allerdings ein Problem zu sein, dass schon lebzeitig man sich ins Vertrauen schleicht, einer alleinstehenden Person mit den ähnlichen Mitteln, wie Sie sie auch beschrieben haben, eben durch die Isolierung der Person und dass man Aufgaben übernimmt, Stück für Stück, immer mehr. Man beginnt vielleicht mit Einkaufen und dann kommen irgendwann die Botengänge zur Bank hinzu. Man bekommt vielleicht auch die Bankkarte ausgehändigt und dann kann lebzeitig schon relativ viel Geld abfließen. Und das habe ich in meiner Praxis eigentlich noch häufiger. Frau Scheffel hat schon jetzt zum zweiten Mal wiederholt genickt. Wir wollen auch wissen, was Ihnen widerfahren ist. Es ist ja nicht ganz unähnlich. Die Kollegen vom ARD Ratgeber Recht haben über diesen Fall unter anderem berichtet. Ein Leben lang hatte Renate Scheffel eine enge Beziehung zu ihrer Schwester Hertha und deren Ehemann. Nach dem Tod des Schwagers verändert sich die Situation dramatisch. Die Pflegerin, die schon seit Jahren sich um das Paar gekümmert hatte, scheint die Familie fernhalten zu wollen. Als mein Schwager nicht mehr lebte, hat die Pflegerin meine Schwester völlig isoliert. Wir durften nicht mehr kommen. Meine Schwester konnten wir nicht mehr erreichen telefonisch. Bei einem der seltenen Besuche steckt sie Frau Scheffels Tochter einen Zettel zu mit einem Hilferuf. Ich bin eine Gefangene. Renate Scheffel ruft mehrfach die Polizei, die aber nicht eingreift, weil die Pflegerin sich eine Generalvollmacht besorgt hatte. Nach dem Tod ihrer Schwester taucht ein neues Testament auf, das die Pflegerin zur Alleinerbin macht. Ist sie eine Erbschleicherin? Renate Scheffel zieht vor Gericht. Frau Scheffel, wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie so ein enges Verhältnis hatten zu Ihrer Schwester und dann wird sie von Ihnen ferngehalten? Was ist denn zum Beispiel gewesen, wenn Sie hingegangen sind und Sie besuchen wollten?
Ja, das war uns ja anfangs gar nicht so aufgefallen. Ich kann mich nur Ihren Vorträgen anschließen, dass man zunächst mal gar nichts ahnt. Wir waren zum, was wir damals noch nicht wussten, 86. und damit letztem Geburtstag meiner Schwester eingeladen. Mhm. Und uns fiel auf, dass sie in einer anderen Wohnung war. Das hatte sie nicht mit uns besprochen. Also im gleichen Haus, aber im selben Haus. Ja. Und da sei sie angesprochen worden, wie sie uns hinterher berichtete, von der Ehefrau des Hausmeisters. Sie könnte ja mit ihrem Mann zusammen irgendwann auch nicht mehr vom dritten Stock nach unten, geschweige denn nach oben. Und wir waren eigentlich nur verwundert, mischten uns aber nicht ein, dass sie nun im ersten Stock wohnte, wo ja auch wieder eine Treppe bewältigt werden musste. Da fiel uns noch nichts Besonderes auf. Das haben die eben im Alleingang gemacht. Ja, ich war... Dann starb der Schwager, dann hat sich das also ihr Schwager ist dann gestorben, und dann hat sich die Beziehung tatsächlich verändert zu ihrer Schwester. Ja, ich muss dazu vielleicht noch ganz kurz vorausschicken, meine Schwester war 18 Jahre alt, als ich geboren wurde in der Kriegszeit. Sie nahm so eine Parallelmutterstelle zu mir ein. Und das zog sich in mein Erwachsenenleben hinein und weitete sich dann auch auf meine Töchter aus, eingeschlossen der Schwager. Und von daher war es also merkwürdig, dass plötzlich eine Pflegerin auftauchte, nämlich die Frau dieses Hausmeisters, die sich ihnen auch andiente, wenn sie mal Hilfe brauchten. Sie sei Krankenschwester und sie würde ihnen dann gern zur Seite stehen. Was ja zunächst mal nicht schlecht ist, nicht? Da leben die da, der Schwager stirbt, ihre Schwester bleibt alleine. Da ahnt man noch nichts Böses. Ja, und es ist ja auch vielleicht gut, wenn da jemand im Haus ist, der auffällig aufpasst. War eben nur, dass sie in dieser Wohnung sehr, sehr unzufrieden war, eng, dunkel, krankmachend, sagte meine Schwester. Und in die ursprüngliche, sehr helle, geräumige Wohnung in der dritten Etage ist dann diese Pflegerin, ich nenne sie jetzt einfach durchgehend Pflegerin, mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn eingezogen. Die Frage war, was genau muss man sich denn vorstellen unter dem, was Sie gesagt haben, auch in diesem kurzen Film, dass Sie so ferngehalten worden sind von ihr? Was ist passiert, wenn Sie zu Besuch gekommen sind? Sind Sie nicht reingelassen worden? Das begann am Ostersonntag, dass wir ganz selbstverständlich mit Geschenken, kleinen Geschenken, Aufmerksamkeiten hinging, die Tür nicht geöffnet wurde. Und ich daraufhin, weil ich dachte, wer weiß, ob meine Schwester nicht mehr zur Tür kann, per Festnetz die Pflegerin angerufen hatte, die sich nicht meldete, das dann über Mobiltelefon machte. Woraufhin sie sagte, ja, ein Besuch ginge jetzt nicht, die Frau sowieso schläft. Und dann habe ich höflich gefragt, wann es dann günstiger wäre. Und wir wären auch gern bereit, ein, zwei Stunden später wiederzukommen. Machen Sie einen Vorschlag, wann es geht? Und da sagte sie gar nicht und beendete das Telefonat. Daraufhin habe ich mich kurz mit meinen beiden Töchtern abgesprochen und wir haben die Polizei gerufen. Da schon? Bei diesem das war am Ostersonntag 2009. Seitdem geht ja dieser Fall jetzt, also im fünften Jahr. Ja. Und die Polizeibeamten kamen, diese Pflegerin mit ihrem Ehemann, die kam aber von der Straße. Wir hatten ja nur auf die Polizei gewartet, deswegen nahmen wir das wahr. Also konnte sie gar nicht wissen, dass meine Schwester schlafen würde. Und die Polizeibeamten erwartete sie dann vom Balkon aus und holte sie sofort in ihre Wohnung, während der Ehemann uns aus der eine Treppe höher, an der zweiten Etage dann, aufs Übelste und lautstark beschimpfte im Treppenhaus, was mir erst gar nicht klar war, was das sollte. Und, haben Sie denn Ihre Schwester dann gesehen bei dieser Gelegenheit? Nein. Gar nicht. Die Polizeibeamten waren dann oben in der Wohnung bei der Pflegerin. Im Nachhinein, Jahre später, ist mir erst bewusst geworden, da hat die ihnen eine Vorsorgevollmacht gezeigt, die sie als erstes zunächst mal sich hatte geben lassen von meinem Schwager und meiner Schwägerin. Und diese Beschimpfung im Treppenhaus, was mir jetzt auch erst nach Jahren bewusst wurde, die sollte natürlich den Zweck erfüllen, dass die Hausbewohner hören, was wir für eine schreckliche Familie sind und dass meine Schwester uns überhaupt nicht sehen wolle. So hat das Ganze begonnen. Ich muss mal ganz kurz den Anwalt fragen, so eine Vorsorgevollmacht, werden die Angehörigen eigentlich nicht darüber in Kenntnis gesetzt, wenn eine andere Person eine solche Vollmacht bekommt? Nein, die Vorsorgevollmacht dient dafür, dass man, wenn man selber nicht mehr in der Lage ist, seine Geschäfte zu erledigen, dass ein Dritter das für jemanden erledigt. Aber wenn es und sobald man 18 Jahre alt ist, ist man für sein Leben ganz alleine verantwortlich und kann deswegen auch ohne jemand anderen hinzuziehen,
eine Person auswählen, die man betraut mit der Erledigung. Und das wird dann eben auch nicht angezeigt, eben auch nicht. Das heißt, Sie konnten es gar nicht wissen. Ich wusste es nicht. Das, was wir da gesehen haben, dieser Zettel, zeigt ja doch, dass Ihre Schwester offensichtlich, wenn sie ihn geschrieben hat und ihrer Tochter eben zugesteckt hat bei einem dieser seltenen Besuche, dass sie ja offensichtlich unter dieser Situation gelitten hat. Ich bin eine Gefangene. Das wird man da nicht so stark darin einbezogen, dass man sofort meint, man muss sie da rausholen aus dieser Wohnung? Also wir haben ja da noch gelegentlich Kontakt bekommen. Jedes Mal, als mein Schwager noch lebte, habe ich beispielsweise das Festnetztelefon in die Diele gestellt und die Tür geschlossen und konnte mir selber und ihm auch nicht erklären, warum ich es machte. Hatte aber Misstrauen. Und dann war ein Arzteinsatz, ein Bereitschaftsarzt musste kommen. Und da hatte meine Schwester mich am Telefon zufällig erreicht. Also sie konnte telefonieren, das war auch immer vom Hörgerät abhängig, wo es denn nun gerade lag. Und ich habe gesagt, ich käme sofort hin. Und dieser Bereitschaftsarzt fragte dann diese Pflegerin, die natürlich dann sofort unten war, woran merken Sie denn, wenn es jetzt der Frau sowieso schlecht geht? Und da sagte sie, ja, das hören wir oben in unserer Wohnung. Ja, wie können Sie das denn oben hören? Naja, sie schreit ja nachts laut. Und dann sagte er, das kann man ja dann aber nicht über zwei Etagen hören. Nein, wir hören ja die Wohnung ab, wir haben... ein Babyfon, glaube ich. Genau. Ja. Aber jetzt mal in dieser Situation. Die Tochter sitzt neben ihrer Schwester. Sie kriegt diesen Zettel. Da steht drauf, ich bin eine Gefangene, ich werde abgehört. Warum nimmt sie die Tante nicht bei der Hand und sagt, komm, wir verlassen jetzt diese Wohnung? Ja, da gab es einen Satz, ich muss noch mal vorschalten, dieser Zettel wurde überreicht oder heimlich meiner Tochter gegeben. Meine Schwester hatte einen Couchtisch mit zwei Platten zum Ausziehen und zwischen diesen beiden Platten hatte sie diesen Zettel versteckt. Und der wurde meiner Tochter übergeben, als sie nach dem zweiten Polizeieinsatz, dann, der war nämlich Pfingsten, berichte ich gleich, zufällig zu ihr Kontakt kriegte. Aber man durfte ja auch gar nicht mit meiner Schwester alleine sprechen. Da war dann immer die Pflegerin dabei und eine sogenannte Angestellte, die sie immer bei sich hatte, wenn ihr Mann nicht auch dabei sein konnte. Und da wurde alles abgehört, was gesprochen wurde. Und meine Tochter durfte auch nicht neben meiner, es durfte niemand neben ihr sitzen. Aber sie hat trotzdem diesen Zettel bekommen. Warum hat sie die Tante nicht sofort aus dieser Wohnung geholt? Ich muss insistieren. Ja, verzeihen Sie das. Da wollte ich auf diesen Satz hinauskommen, dass meine Schwester auch mit uns darüber gesprochen hatte und sagte, naja, die ist immer da und wer soll, ich sage es jetzt mit ihren Worten, wer soll mir denn sonst den Po abwischen? Ihr habt doch keine Zeit. Das ist also das, was Sie sagen, Schwester Bernadette, da ist jemand, der kümmert sich. Und dann ist er auch die wichtigste Person in diesem Moment. Ich habe einen ähnlichen Fall gehabt, weil dann auch sie bestraft wurde, wenn sie was gesagt hat. Dann ist sie geschlagen worden. Ist nicht auszuschließen. Ich will hier aber keine Vermutungen äußern. Auffällig war aber auch, wenn meine Schwester sich im Krankenhaus befand, anfänglich, als mein Schwager noch lebte, durfte ich sie ja da besuchen, was ich täglich gemacht habe. Und sie beschwerte sich darüber, ein Einzelzimmer zu haben. Das wolle sie überhaupt nicht. Erstens aus Kostengründen, zweitens, sie hätte lieber eine Person mit im Zimmer, mit der man vielleicht auch mal ein paar Worte wechseln könnte. Und ich sagte, ja, warum hast du denn das getan? Und da sagte sie, habe ich nicht, ich hatte gar keinen Einfluss darauf, das hat alles die Pflegerin organisiert. Wenn die eine Vorsorgevollmacht hatte, konnte sie das auch? Das würde auch erklären, warum die Polizei nichts unternehmen konnte bei diesen beiden Einsätzen eben. Sie sind ja gerufen worden, die Polizisten, und sind dann unverrichteter Dinge letztlich wieder abgezogen. Das wäre meine Frage an Sie. Eine Vorsorgevollmacht ist für meine Begriffe doch erst zum Einsatz sinnvoll, wenn die Person sich selber nicht mehr zu helfen weiß. Das war ja aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht der Fall. Das ist richtig. Das kommt eben darauf an, wann man die Vollmacht anwenden darf, was man intern ausgemacht hat. Und wenn man das nicht schriftlich in einem sogenannten Grundvertrag festlegt, das ist relativ ungebräuchlich, komischerweise, wenn man da nicht festlegt, wann soll denn gehandelt werden und in welcher Art und Weise, dann ist das offen. Und dann kann derjenige, der die Vollmacht innehält, er hat ja nur zunächst erstmal die Urkunde, mit der er sich legitimieren kann gegenüber jedermann, dann spricht er dafür, dass er vollumfänglich betraut ist mit der Interessenwahrnehmung. Sie war allerdings 86, gebe ich Ihnen recht. Die Schwester in dieser Zeit, also vielleicht hat sie es einfach gar nicht richtig überblickt, was sie da eigentlich... Es hätte zwei Möglichkeiten gegeben. Ja. Es hätte die Möglichkeit gegeben, die Vollmacht zu widerrufen. Dann hätte man jemanden Dritten dafür gebraucht, praktisch die Urkunde herauszuholen. Aber, das wundert mich in dem Fall schon, mag es aber Gründe für geben, die Polizei hätte vielleicht Anlass gehabt zu sagen,
wir informieren mal das Betreuungsgericht, denn das Betreuungsgericht kann dann, wenn es dafür Anhaltspunkte gibt, dass eine Vorsorgevollmacht missbraucht wird, einen Kontrollbetreuer damit beauftragen, die Verhältnisse zu überprüfen. Und zwei Punkte. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Polizei gewesen. Dieser Polizeieinsatz, der war ja dann der zweite, nämlich Pfingstsonntag. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nichts von dieser Vorsorgevollmacht. Und der andere Punkt ist, dass meine Schwester ja dann auch hätte gar nicht ihr Testament, dann hätte das Testament gar keine Anerkennung finden dürfen. Mhm. So ist es einfach. Ja. Und sie ist die Alleinerbin gewesen. Sie und ihr Mann wurde dann tatsächlich zur Alleinerbin gesetzt. Mhm. Ich weiß nicht, um wie viel, welche Summen es hier ging, aber es war einfach so. Eine sechsstellige Summe. Sie haben dagegen dann geklagt. Worum ging es Ihnen denn da dabei? In erster Linie tatsächlich dann das Erbe zu bekommen oder dazu wissen? Also das Erbe hatte ich ja schon. Darf ich das einmal umknicken, des Mikrofons wegen, damit man Sie gut verstehen kann? Bin ich nicht gewöhnt. Das Erbe hatte ich ja schon, aber da nun ranzukommen war für diese Pflegerin, das hat besonders schwierig. Ja. Denn das war eine Erbschaft von unserer zweitältesten Schwester und will ich mich jetzt auch gar nicht weiter darüber auslassen. Meine ältere Schwester hat gesagt, für uns kommt das 10 Jahre zu spät. Wusste aber nicht, dass das alles ja in der dritten Etage mitgehört wurde. Und dann natürlich mit Veränderungen auch wieder runtergetragen wurde, sodass am Pfingstsamstag, ich war nicht in Deutschland aufenthältig, bekam ich eine SMS meiner Töchter, ich solle sofort nach Berlin kommen. Meine Schwester wolle mich sprechen und haben und brauche mich mit der Begründung, Mama soll herkommen, die ist eine Kämpferin, lautete es wörtlich. Und ich bin sofort zurückgefahren, aber natürlich kam ich zu spät. Am Pfingstsamstag ist dann meine ältere Tochter, die hat sofort meine Zweitälteste informiert, sie sind beide hingefahren. Daraufhin sagte meine Schwester, also erstmal durften sie nicht reingelassen werden, sollten nicht reingelassen werden. Woraufhin meine Schwester darauf bestand gegenüber der Pflegerin und ihrem Ehemann, ich will aber, dass meine Nichten reinkommen in meine Wohnung. Und die wollten das verhindern und daraufhin musste oder hat sie diesen Zettel geschrieben. Ich bin Jeanette und Roja, ich will euch sehen, Eintritt zugelassen oder so ähnlich. Ich muss trotzdem noch mal jetzt einfach, weil Sie das ja vor Gericht dann tatsächlich auch durchgefochten haben, 4 Jahre, ein Prozess jetzt auch, Herr Mohr, es gibt ein Urteil tatsächlich, dass eben dieses Testament, das Sie angefochten waren, für ungültig erklärt und dann Frau Scheffel als Alleinerbin einsetzt. Wie schwierig ist das denn, so ein Testament, wenn es denn dann verfasst ist, tatsächlich anzufechten? Das ist sehr schwierig, weil man ein Beweisproblem hat. Wir haben ja gehört, dass hier die Isolierung der Personen stattfindet, sodass man weniger Einblick hat, was das Motiv war, um das Testament so zu formulieren, wie man das vorgenommen hat. Und es ist ja durchaus auch möglich, dass es aus Dankbarkeit die Erbeinsetzung erfolgt ist. So. Und jetzt hat man die Anfechtung des Testamentes. Es ist ja nur möglich, wenn man nachweisen kann, dass es aufgrund von Täuschung, Irrtum oder einem weiteren Tatbestand testiert worden Täuschung, ist. Drohung. Drohung und Irrtum, genau. Also Drohung wäre, ich pflege dich nicht weiter, wenn du mich nicht zum Alleinerben einsetzt. Irrtum ist, wenn man etwas testiert hat, was man eigentlich anders gemeint hat. Das ist nicht so wahnsinnig häufig. Und hier wäre die Täuschung. Also deine Verwandten, die kümmern sich nicht mehr um dich. Vielleicht war aber auch die Drohung, weil sie sagten, naja, ich bin hier eine Gefangene. Wir machen dir das Leben noch schwerer, wenn du uns nicht im Testament einsetzt. Wir werden irgendwelche weiteren Maßnahmen dich noch mehr isolieren, wenn du uns nicht zum Erben einsetzt. Sie wissen besser, was dann bewiesen worden ist. Das muss man ja den Vollbeweis führen. Aber jetzt unterhalten sich ja nur zwei Personen untereinander ohne Zeugen. Und das ist das Problem. Sie sind, Frau Schwester Bernadette, was die Vorsorgevollmachten angeht, richtig alarmiert. Warum? Also ich würde jedem raten, solange es noch selbst möglich ist, selbst die Betreuung zu suchen. Ja. Am besten auch zwei Betreuer einsetzen und auch mit den Angehörigen absprechen, die Betreuung vorstellen. Mhm. Schau, ich habe mir jetzt den und die erwählt, um in Kontakt zu bleiben mit den Betreuern. Vielleicht auch mal Hausärzte mit einschalten, dass die mal nachgucken, wie läuft es denn mit Frauen
der Herr so und so. Weil Sie die Erfahrung auch gemacht haben, dass bei vielen tatsächlich das eine Vorstufe ist, genau, oder ein Einfallstor eben, genau, auch für Menschen, die tatsächlich interessiert sind am Erbe. Ich habe da gelernt, es gibt in Heimen, Pflegeheimen, so etwas wie das Heimgesetz. Das heißt, das pflegende Personal oder auch die Heimleitung und die Angehörigen dürfen kein Erbe annehmen. Wäre das nicht sinnvoll, Herr Mohr, das in diesem Falle dann auch zu machen, damit man einfach ausschließen kann, dass jemand sich um jemanden kümmert, mit dem Ziel, am Ende das Erbe zu bekommen? Ja, das wäre sicherlich wirksam gegen diese, die das missbrauchen. Allerdings ist wahrscheinlich hier der Gesetzgeber, sieht die Schwierigkeit der Grenzziehung. Ja. Denn das Erbrecht und auch die Testierfreiheit ist ein Ausfluss unserer Eigentumsfreiheit und so ein sehr großes Freiheitsrecht. Und da will der Gesetzgeber so wenig wie möglich eingreifen. Davon profitieren wir alle, weil wir unser Testament so machen können, wie wir es wollen und den bedenken können, den wir wollen. Und jetzt ist die Frage, wo soll denn der Staat praktisch im vorauseilenden Gehorsam nur wegen des bestehenden Risikos, das muss ja nicht immer missbraucht werden, einer Stellung, dann schon einen solch schweren Einschnitt gesetzlich festzulegen. Ich kann verstehen, dass der Gesetzgeber sich da schwer tut, aber für die Betroffenen ist es natürlich schwer. Das heißt, ich denke, die Nachsorge könnte man was tun. In meinem Fall zum Beispiel war der Wille eindeutig beweisbar. Mhm. Die Frau war doch nicht unter der Erde, war alles ausgeräumt. Es war kein persönliches Foto mehr da, alles in Container geworfen. Also ich meine, wenn da die Absicht nicht klar wird, dann weiß ich nicht, wie man das noch beweisen soll. Also im Nachhinein könnte man das antasten, meine ich. Ist denn tatsächlich das der häufigere Fall, dass das Betreuer sind, die sich ein Erbe erschleichen? Wenn man es von den Prozentzahlen sieht? Da müssen wir vielleicht kurz zwei Begriffe auseinanderhalten. Betreuer, das sind die Personen, die durch das Gericht bestellt werden und sich um die Angelegenheiten kümmern sollen. Der Vorsorgebevollmächtigte, das war jetzt in Ihrem Fall, ich glaube, Ihr erster Fall war ein Betreuer, wenn Sie das begrifflich so verwendet haben. Er hat sich als Betreuer selbst. Aber also in Ihrem Fall war es jemand, der eine Vorsorgevollmacht hatte. Das heißt, der leitete seine Rechte von dem Betreuten, also von dem, um den er sich gekümmert hat, selbst ab, nicht vom Staat. Beim Betreuer verleiht der Staat die Rechtsmacht. Gut, dass Sie mich da in der Hinsicht korrigiert haben. Trotzdem ist das, also wenn, ich sage jetzt mal, wenn Fremde von draußen kommen und dann eben in eine solche Situation kommen, ist das der häufigere Fall bei Erbschleichereien oder passiert es häufiger in Familien? Eher in Familien. Also eher, wenn schon Näheverhältnis, also in meiner Praxis ist es häufiger so, dass Familienverhältnisse vielleicht nicht mehr so gut sind und dann einer das ausnutzt, dass er näher an einem Elternteil steht und den dann einwickelt, beeinflusst, isoliert von dem anderen Geschwisterteil. Ich mache mal ein Beispiel. Einer wohnt in Berlin und der andere wohnt in Köln. Ja? Also der zukünftige Erblasser lebt in Köln und der in Berlin hat einfach nicht die Möglichkeit, so häufig in Köln vorbeizuschauen. Da lässt sich das relativ leicht darstellen, dass da kein Interesse mehr ist und dass man doch der Näherstehende ist. Das ist etwa das, was Ihnen letztlich passiert ist mit Ihrer Schwester, Frau Maurer. Obwohl die Entfernungen dann nicht so groß sind, gibt es einfach tatsächlich eine Nähe, die die Schwester zur Mutter hatte, die enger war als Ihre. Kann man das so sagen? Das war aber schon von Kindheit an so. Ich war nicht unbedingt ein gewolltes Kind. Meine Schwester war ein Wunschkind. Und von klein auf hat man das deutlich gespürt. Und auch die ganze Verwandtschaft hat das immer gesagt. Die Eltern haben sich scheiden lassen. Ja, da war ich ungefähr 18. Ist das so eine Sache, wo dann tatsächlich der eine Teil dahin geht und der andere da? Waren Sie dem Vater näher als der Mutter? Also, das ist schwierig zu beantworten, denn ich bin ja schon mit 16 zu Hause ausgezogen, weil ich mich mit meiner Mutter nicht wirklich verstanden habe. Ja, es gab halt immer wieder Reibereien. Dann bin ich zu meiner Oma gezogen. Und mein Vater war schwerer Alkoholiker. Und wenn er mal klare Momente hatte, dann war er eigentlich schon derjenige, der sich eher mal um mich gekümmert hat. Ja, der vielleicht die Liebe ersetzen wollte, die ich von meiner Mutter nicht gekriegt habe in der Kindheit. Aber es war allgemein sehr schwierig. Also ein schwieriges Verhältnis. Ja. Auch tatsächlich so weit schwierig, dass der Kontakt irgendwann mal ganz abgebrochen war zwischen Ihnen und Ihrer Mutter. Ja, es war eigentlich zweimal insgesamt. Wir waren halt unterschiedlicher Meinung. Das war nachdem meine Oma gestorben war. Da war schon mal der Kontakt abgebrochen für über ein Jahr. Und dann später, ungefähr 6 Jahre bevor sie gestorben ist, da brach sie den Kontakt ab. Und ich weiß eigentlich bis heute gar nicht, warum. Aber ich denke, meine Schwester hatte da ihre Finger im Spiel. Haben Sie denn erfahren, dass sie gestorben ist, Ihre Mutter? Von Ihrer Schwester?
Nein, meine Schwester hat mir das überhaupt nicht mitgeteilt. Das habe ich durch eine Zeitungsannonce erfahren, dass sie gestorben ist. Denn der Arbeitgeber meiner Mutter hat eine Todesanzeige geschaltet. Und ich habe die auch erst gar nicht gesehen. Es hat mich dann jemand darauf aufmerksam gemacht, schau mal nach. Und über diese Zeitungsannonce habe ich erfahren, dass sie gestorben ist. In diesem Falle gab es ein Testament. Ja. Dieses Testament hat Sie und Ihre Schwester tatsächlich auch zu gleichen Teilen benannt. War das überraschend für Sie? Dass das Testament existiert, ja, das war für mich überraschend. Warum, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat meine Mutter doch irgendwo im Stillen so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Also ich war schon überrascht, als das Wochen nach ihrem Tod plötzlich per Post kam. Mhm. Es ging um eine Wohnung vor allem, die verkauft worden ist und den Erlös aus dieser Eigentumswohnung. Ja. Was hätte Ihnen Ihrer Meinung nach oder nach diesem Testament denn zugestanden? In etwa, grob geschätzt. Also übrig geblieben von dem Wohnungsverkauf sind etwa 100.000 Euro. Davon also hätten Sie die Hälfte kriegen sollen? Und wie viel haben Sie bekommen? Im Prinzip eigentlich gar nichts. Also es war noch ein Bausparvertrag da, wo meine Schwester auch versucht hat, ranzukommen. Das waren 3.000 irgendwas. Und und das habe ich aber dann so regeln können, dass das erstmal beim Herrn Mohr aufs Konto ging. Das ist das Erbengemeinschaftskonto. Das Geld war weg? Das andere Geld ist weg erstmal. Also. Das haben Sie dann herausgefunden? Wie? Ja, da von meiner Schwester keinerlei Informationen kamen, selbst über Herrn Mohr nicht, mussten wir halt Nachforschungen anstellen. Wir haben uns dann an die Bank gewandt, wo meine Mutter das Konto hatte. Wir haben über den Wohnungsverkauf den Kaufvertrag uns besorgt und alles, um erst mal zu erfahren, um was geht's überhaupt genau, wie viel Geld. Ja, und die Bank hat uns dann eben die ganzen Auszahlungsbelege geschickt, die meine Schwester unterschrieben hat. Und da konnten wir dann sehen, dass sie insgesamt 96.800 Euro vom Konto unserer Mutter abgehoben hat. Tja, auch schon, als ihre Mutter krank war? Ja. Wann war die letzte Abhebung? 11 Tage vor dem Tod unserer Mutter. In Höhe von? 75.000 Euro. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite bei einem Paketdienst. Das heißt, Sie müssen richtig viel lange arbeiten, um dann so eine Summe zusammenzubekommen. Sie haben den Anwalt angeschaltet. Der Anwalt ist eben Herr Mohr. Herr Mohr, Sie haben den Fall übernommen. Hat denn nicht eine Mutter das Recht, auch eine Tochter einfach dann zu bevorzugen? In diesem Falle vielleicht dann eben zu sagen, du hebst das Geld ab? Auf jeden Fall. Also sie hätte zwei Möglichkeiten gehabt. Sie hätte das Testament ändern können. Das war im Vorfeld auch noch von der Schwester ins Feld geführt worden, dass es einen Testamentsentwurf gab, in dem ja auch sie hätte Erbin werden sollen, aber das sei leider nicht mehr zur Unterzeichnung gekommen. Dann wäre ja der Plan B gewesen. Vielleicht könnte man der Schwester das geben. Aber so war hier das, was uns die Schwester mitgeteilt hat, nicht der Fall. Es war so, dass die Mutter die Schwester losgeschickt hat zur Bank und hat gesagt, hebe den, es waren 90-95% des Geldes, das sich noch auf dem Konto befunden hat, heb das doch bitte ab und bring mir das ins Krankenhaus. Ich will es dir nicht geben, sondern jemand anderem, damit ihr Geschwister euch um das Geld nicht streitet. Das hat die Schwester gesagt. Ja, und sie war ja die, die sich mit der Mutter zuletzt unterhalten hat, die letzten Tage und Wochen. Wir haben ja sonst keine Informationen gehabt. Und das war das, was die Schwester selbst gesagt hat, dass der Wunsch der Mutter war, ein Streit wird dadurch vermieden, dass das gesamte Geld bar abgehoben wird, ihr übergeben wird und sie ist dann im Krankenhaus bar an Dritte verteilt. An wen denn? Tiere hätten ihr am Herzen gelegen, allerdings wurde keine konkrete Organisation genannt. Sie sind ja vor Gericht gelandet tatsächlich. Das Gericht hat auch darüber entschieden, sonst würden wir hier gar nicht sitzen. Hat das Gericht diese Version geglaubt von der Schwester? Das war das Problem der Schwester. Das Gericht hat, also es gibt bestimmte Beweislastregeln. Ja. Und hätte die Schwester eine plausible Geschichte dazu erzählt, dass sie diesen Geldbetrag an ihre Mutter übergeben hat, hätte sie ganz gute Chancen gehabt. Aber das Gericht hat aus den Ausführungen der Schwester nicht schließen können, dass das jemand sich überlegt. Und zwar hatte die Schwester insbesondere im Vorfeld hatte ausgeführt, dass sie sich mit ihrer Mutter lange, wochenlang darüber unterhalten hat, wie man denn am besten mit dem Geld umgehen könne und wie man dadurch Streit vermeiden könnte. Und dann wurde im Grunde genommen eine Variante gewählt, die streitträchtigste war. Kein Nachweis der Übergabe des Geldes, kein Nachweis über den Verbleib des Geldes. Und da hat das Gericht gesagt,
Das ist einfach nicht plausibel. Und wenn das nicht plausibel ist, kann das Gericht nicht davon ausgehen, dass tatsächlich das Geld, nachdem es abgehoben worden ist, von der Tochter an die Mutter übergeben worden ist. Es mag sein, dass es so ist, aber das Gericht kann unter prozessualen Gesichtspunkten nicht davon ausgehen. Das heißt, das Gericht hat im Prinzip das ursprüngliche Testament als rechtens erklärt und hat Ihnen damit dann aber auch eben 50% eben dieses Geldes zugesprochen, das aber weg ist. Ja. Genau. Also hier ist im Grunde genommen lebzeitig das Vermögen beseitigt worden, um die Problematik der Testamentsansetzung zu umschiffen. Aber jetzt muss ich doch noch mal fragen. Also Sie haben ja vorher gesagt, im Prinzip können wir doch mit dem, was wir haben, machen, was wir wollen. Ja. Also auch eine Mutter hätte doch das Recht, in diesem Fall zu sagen, die eine Tochter steht mir einfach näher. Ich möchte eben die andere oder ich möchte diese eine dann tatsächlich auch bevorzugen. Das ist doch ihr gutes Recht eigentlich. Das wäre möglich gewesen. Sie hätte das Geld abheben können, so wie auch der Sachverhalt geschildert worden ist, und hätte es der Tochter schenken können. Ja. Dann wäre das Geld bei der Tochter gelandet und es hätte sogenannte Pflichtteilsergänzungsansprüche gegeben, sodass ein Teilanspruch für Frau Mauer da gewesen wäre. Man kann nicht ein Kind komplett enterben, das geht nicht. Man kann es enterben, aber dann bleibt, obwohl man es enterbt, also sprachlich schreibt man, meine Tochter ist enterbt, bleibt die unentziehbare Teilhabe am Nachlass und die heißt Pflichtteil. Und die Pflicht, der Pflichtteil entspricht dem Wert der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Wäre also hier, Sie sagten ja vorhin 50-50, dann wäre ein Viertel des Wertes des Nachlasses als Geldanspruch gegen den Erben da gewesen. Also man hätte das machen können, aber der Pflichtteilsanspruch bleibt. Den kann man auch noch entziehen, aber da müssen schwere Verfehlungen... Zum Beispiel? Schwere Verfehlung des Kindes, ja, also jetzt beim Pflichtteil sprechen wir meistens über Kinder. Das wäre zum Beispiel schwerste Beleidigung, Trachten nach dem Leben, das Kind, das mit dem Messer die Mutter bedroht. Also um es mal krass zu formulieren, wenn ich meine Eltern umbringe, habe ich auch kein Anrecht mehr auf den Pflichtteil des Erbes? Wenn es entdeckt wird. Vielen Dank für diese Konkretisierung. Ja, dann ist man erbunwürdig, dann ist... Kann ich eigentlich meinem Hunden oder Katzen, wenn ich sie lieber habe, als meinen Kindern die Dinge vererben? Ja, in Deutschland geht das nicht. Man hat es letztens gelesen, in Italien hat eine Katze 7 Millionen. Deshalb wollte ich das wissen, ja. In Deutschland ist das nicht möglich, die sind nicht erbfähig. Ja, das ist natürlich einfach in Wahrheit ist es aber eine Familientragödie, nicht wahr? Also das Geld ist das eine, aber das andere ist ja, dass da eine Zerrüttung stattgefunden hat. Wie geht es Ihnen denn damit? Weshalb sind Sie vor Gericht gegangen? Ja, mir blieb ja nichts anderes übrig. Also ich kenne meine Schwester und ich weiß, man kann mit ihr auch nicht reden. Sie hat ihre Meinung und das ist unumstößlich. Ja, sie ist in der Beziehung sehr stur. Und das hat man auch schon gemerkt an der Mail, die sie uns geschickt hat, weil unser Vater ist kurz vorher auch gestorben, 2 Wochen vorher ungefähr. Und es ging eben darum, Beerdigung und so weiter. Und sie hatte auch keinen Kontakt zu unserem Vater, schon seit Jahren. Ja. Ich hatte ihr 3 Jahre zuvor mal mitgeteilt per Brief, dass er schwer krank ist und dass es immer schlimmer wird, dass er vielleicht in ein Pflegeheim muss, weil ich dachte, vielleicht will sie was machen oder doch mal kommen. Aber als Antwort habe ich nur gekriegt, naja, sag mir, wenn er gestorben ist, dann komme ich zur Beerdigung. Also das heißt aber, würden Sie es denn verstehen, wenn Ihre Mutter eben, weil Ihre Schwester ihr näher stand, dann gesagt hätte... Du sollst das bekommen. Könnten Sie das begreifen? Ich würde es verstehen, aber es war ja offensichtlich nicht so. Also. Ich glaube, also die zwei wichtigsten Motive, weil Sie danach vorhin auch schon mal gefragt haben, ist einmal sicherlich ein materielles Motiv, denn das fällt einem ja etwas zu, aber viele suchen Gerechtigkeit. Und sie hoffen, dass das Gericht möglicherweise Gerechtigkeit bringt. Ich würde gerne einen weiteren Gast zu uns bitten, einfach weil er einmal die andere Seite eines solchen Erlebens schildern kann. Das ist ein Mann, dem wurde die Erbschleicherei vorgeworfen, weil er 10.000 Euro geerbt hat. Er ist fristlos gekündigt worden. Diese Geschichte hatten Sigrid Borg und Nicole Würth in einer ARD-Dokumentation mit dem Titel Achtung Erbschleicher entdeckt. Wenn man denkt, dass die Leute im Dorf hier über einen reden und überall hört man sonstige Sachen, und dann denkt man schon, wer wird schon gerne als ein Erbschleicher dargestellt? Gerhard Weber. Zu Unrecht gerät der Bankangestellte in den Verdacht, ein Erbschleicher zu sein. Über Jahre kümmert er sich mit einer Generalvollmacht um eine gute Freundin, die ältere Ehefrau eines früheren Kollegen.
Als sie stirbt, vererbt sie ihm einen Teil ihres Nachlasses. Sein Arbeitgeber, die Sparkasse, sieht darin eine gesetzeswidrige Vorteilsnahme im Amt und kündigt ihm fristlos. Gerhard Weber fällt aus allen Wolken. Er prozessiert und bekommt in zwei Instanzen Recht. Doch bis heute leidet er unter dem Gerede, sich ein Erbe erschlichen zu haben. Gerhard Weber ist zu Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. 10.000 Euro von einer Bekannten. Haben Sie gedacht, das könnte Probleme geben? Eigentlich nie. Gar nicht? Nein, weil das Testament ist ja schon vor Jahren vorher ausgefüllt worden. Aber immer zusammen mit einem Kollegen von mir. Wir hatten also gemeinsam gehabt. Mhm. Und es gab nie Probleme. Ich hatte auch nie daran gedacht, weil wir hatten damals darauf bestanden, noch einen Teil im Vorfeld an die Verwandtschaft zu überweisen noch. Und aus dem Grunde hatten wir niemals daran gedacht, dass es irgendwelche Probleme geben könnte. Das ist mehr als eine Bekannte. Wir haben es gesagt, eine Bekannte. Wie würden Sie denn das Verhältnis schreiben? Sie ist die Frau eines ehemaligen Kollegen. Der Kollege ist gestorben. Wie würden Sie dieses Verhältnis beschreiben zwischen Ihnen und eben dieser Dame? Also der Ehemann, der ist ja, also mittlerweile sind es ungefähr 30 Jahre, wo der verstorben ist. Das heißt, seitdem die Frau gestorben war, haben wir uns darum gekümmert. Das heißt, sie war mehr eine Tante, beziehungsweise für meine Kinder oder auch für die Kinder des Kollegen war sie eine Ersatzoma, die überall dabei war, familiär feiern, wenn irgendwas war. Also es war keine einfache Bekannte mehr, sondern einfach eine, die man kann schon fast sagen, zur Familie gehört hat. Eine familiäre Freundschaft, etwas in dieser Art. Die Generalvollmacht haben auch Sie bekommen, über die wir mal geredet haben. Warum? Ja, Generalvollmacht hatten wir beide auch gemeinsam erhalten, zusammen, immer nur mit zwei gemeinsamen Verfügungen. Sie war ein bisschen enttäuscht von ihrer Familie, das heißt also Neffen, die sie noch hatte. Sie hat wiederholt gesagt, die sich einfach nicht drum kümmern. Wenn irgendwas gewesen ist, mal angerufen, hatte sie die angerufen. Ja, da kamen wir zurück, dann immer, irgendwann kommen wir mal. Also sie hatte definitiv... sie hatte sich mit ihnen einfach nicht mehr so richtig auseinandergesetzt. Und deswegen haben wir die Generalvollmacht bekommen, wie auch nachher alles. Für welche Zwecke war die denn ausgestellt? Also was sollten Sie machen oder was war das? Die Generalvollmacht bezog sich eigentlich auf alle Geschäfte, die sowohl bankmäßig als auch sonst irgendwie tagtäglich angefallen sind. Dazu zählt auch damals noch, was wir auch gemeinsam in die Wege geleitet hatten, der Verkauf ihres damaligen Wohnhauses noch. Mhm. Bevor sie dann zuerst in so eine Wohnsiedlung gezogen ist und nachher von da aus dann auch ins Pflegeheim. Wir hatten nachher auch eine Patientenverfügung, die auch auf uns ausgestellt war. Also es waren alles Beweise des Vertrauens, die wir erhalten haben gemeinsam. Das Dumme ist aber, sie war eben nicht nur eine familiäre Freundin, sondern sie war auch Kundin dieser Bank. Ja, sie war Kundin von unserer Bank und ich war immer ihr Betreuer gewesen, der auch die finanziellen Sachen für sie geregelt hat, auch wiederum gemeinsam mit einem Kollegen. Und mit Wissen des Vorgesetzten, das ist ja eine ganz wichtige Frage. Diese Vollmacht, die war abgestempelt, die war abgesegnet vom Vorstand der Sparkasse. Und aus dem Grund war auch nachher überhaupt keine Frage, dass wir uns da irgendwas Gedanken machen mussten. Weil es war von oben abgesegnet worden. Wir hatten die Einverständniserklärung gehabt, was auch vorgelegt und schriftlich abgezeichnet wurde. Also konnte einfach nicht so möglich gehen, was passieren könnte. Wussten Sie denn, dass Sie im Erbe bedacht würden? Ja, wir wussten, dass ein Testament was war das erst 2002 oder irgendwann mal vermerkt wurden. Wir beide auch wieder und unter anderem das wurde danach noch mal geändert und dann wurde das Verhältnis an ein Drittel, zwei Drittel ausgesprochen zu unseren Gunsten. Sie also? Ich hatte ein Drittel und der Kollege zwei Drittel. Ja. Die Frage eben der Probleme mit dem Arbeitgeber der Sparkasse, wann ist die aufgetaucht? Also wann gab es die Probleme dann tatsächlich in diesem Fall? Als die Erben ausgezahlt wurden, sage ich mal so, durch den Vollstrecker, beziehungsweise der das in die Hand genommen hatte, das war mein Kollege, der auch dazu festgehalten hatte, das Geld aufs Konto ging, wurde die Revision unseres Hauses darauf aufmerksam und hat dann mich angeschrieben, ich sollte mal eine Erklärung dazu abgeben, wie das dazu kam, was da war und so weiter und so fort. Mhm. Und da bin ich dann dahin, habe der Revision das mitgeteilt, wie das zustande kam, habe denen Kopien vom Testament, von der Vollmacht nochmal alles dagelassen und hieß dann, das hätten sie auch anzeigen können im Vorfeld, dass sie was geerbt haben. Da habe ich gesagt, okay, das liegt jetzt vor. In dem Moment war es egal, jetzt brauchen wir das sowieso nicht mehr. Wir werden das weiterleiten, dann ist die Sache momentan mal so geregelt. Sie sind in Urlaub gefahren und haben nichts Böses gedacht? Ja, dann hatte ich ein Schreiben bekommen oder ein E-Mail von Vorstandssekretariat, dass ich mich noch mal melden sollte zu einem Gespräch, zu einer Anhörung
aber ohne jegliche Begründung, ohne was überhaupt angefallen ist. Aber es ging nochmal um diesen Fall. Haben Sie denn gedacht, das hat ein Geschmäckle? Haben Sie denn gedacht, das hat ein Geschmäckle? Da ist eine Kundin, Sie sind der Berater und gleichzeitig eben dann auch ein Erbe. Haben Sie einen Verdacht gehabt, dass Ihnen das mal eigentlich zum Nachteil gereichen könnte? Niemals hat man gedacht an sowas. Mhm. Weil auch das Schreiben, was da bekam, es war nicht genannt, was, warum ich da hinkommen sollte, wozu ich mich erklären sollte. Mhm. Es hätte genauso gut mit der Versetzung, die damals anstand von der Kollegin, hätte sein können, dass da irgendwas ist. Auf jeden Fall kam ich da rein und dann, zwei Vorstandsmitglieder plus Revision plus Personalrat und so weiter, was da saß. Gut, in dem Moment, heute weiß ich es eben besser, zu dem Zeitpunkt hätte ich dann sagen können, wie meine Rechtsanwältin auch nachher gesagt hat, am besten hätten sie sich umgetreten und wären wieder rausgegangen, weil das war schon irgendwie nicht normal, dieses Treffen auf diese Art und Weise. Auf jeden Fall haben wir die Sache kurz besprochen. Ich habe noch mal alles dargelegt. Und zwar sollte ich darlegen, dass es also nicht um dienstliche Belange, sondern reine private Sache war. Das war der Sinn und Zweck der ganzen Aktion, was ich auch getan hatte. Und dann hieß es, okay, dann ist es jetzt gut. Ich habe mitgeteilt, dass ich in Urlaub fahre. Zwei Tage später sind wir dann in Urlaub gefahren, habe noch mal alles schriftlich eingereicht bis dahin. Ja, und dann waren wir auf Mallorca und dann kam die schriftliche fristlose Kündigung. Hat Ihr Sohn aufgemacht den Brief? Die wurde bei uns zu Hause abgegeben, ohne eine weitere Erklärung dazu. Mit zwei Mann, die von unserer Stelle kamen. Die haben das meinem Sohn abgeliefert. Hier, reicht das bitte deinem Vater weiter. Ja. Und alles andere steht drin. So, das war's, mehr war nicht. Und ich habe dann üblichen normalen Anruf vom Urlaub gemacht, habe daheim angerufen, wollte wissen, ob irgendwas Besonderes ist. Da sagte mein Sohn, nein, doch, da ist ein Schreiben gekommen von deinem Arbeitgeber, von der Sparkasse, also... Mach mal auf, habe ich gesagt, lies mal vor, was drinsteht. Ja, und da sagt er, ganz groß oben drüber, fristlose Kündigung. Er sagt, hallo, jetzt, ich meine, in dem Moment denkt man an Spaß oder sonst was. Und da hat er mir den genau vorgelesen. Ja, da steht auch nichts drin, da gab es keine Begründung. Es gab keine Begründung, wie und wo und was, gar nicht. Nur fristlose Kündigung, wir suchen sie, und der letzte Satz, wir stellen ihn frei, sich beim Arbeitsamt zu melden oder irgendwas, das Übliche. Ja, das war's. Und als wir zurückgekommen sind, lief die Sache weiter. Sie haben an sich einen Anwalt genommen. Sie sind vor Gericht gezogen. Sie haben geklagt und das Gericht hat tatsächlich festgestellt, es liegt keine Vorteilsnahme vor. Richtig. Das Landgericht hat dieses Urteil nochmal bestätigt. Ja. Haben Sie denn Ihren Job zurückbekommen? Nein. Ich hatte, wir hatten ja immer darauf geklagt, dass ich meine alte Stelle wieder zurückbekomme. Auf der Zweigstelle, und das wurde mir auch direkt gesagt, das wird nicht mehr passieren, schon nach der ersten Instanz. Und ich habe gesagt, wir haben beide Prozesse gewonnen, also haben wir auch das Recht darauf, dass wir wieder dahin kommen, wo es passiert ist im Prinzip. Und es wurde dann klipp und klar gesagt, nein, und dann wurde ich mal vom Dienst freigestellt. Und dann wurde zwischen der ersten Instanz, nachdem dann der Arbeitgeber Einspruch eingelegt hatte, in die Revision gegangen ist, bis zur zweiten Instanz wurde ich dann versetzt, wie es so schön heißt, als Vertretung zu der weit entferntesten Stelle, die in unserer Sparkasse aus ist. Und da musste ich dann jeden Tag hinfahren, ohne irgendeine Arbeit zu bekommen. Ich durfte nichts arbeiten, krass gesagt. Ich hatte mein Zimmer, mein PC, aber bekam keine Arbeit zugeteilt, obwohl genügend da war. Aber es war dann eben so nach dem Motto, nein, der bekommt keine Arbeit zugeteilt. Lass mal hier sitzen. Sie haben sich so weit durchgesetzt, dass Sie am Ende tatsächlich letztlich dann bei dieser Filiale weiterhin angestellt sind. Sie kriegen Ihre Bezüge, aber Sie sind freigestellt bis zur Rente. Ja. Was mich interessiert, es ist ein Jahr vergangen zwischen dem Verdacht, Sie sind ein Erbschleicher, und der Klärung vor Gericht. Ja. Dieses Jahr, wie geht die Umgebung mit jemand um, von dem sich irgendwie rumspricht, das ist einer, der an das Erbe einer alten verstorbenen Dame sich gemacht hat? Also wir wohnen ja in einem kleinen Ort von 1500 Einwohnern maximal, und da ich in diesem Ort auf der Stelle auch war, jahrelang, hat man natürlich sehr viele Bekannte da auch und in allen Vereinen und so weiter und so fort und auch aktiv noch Sport betreibe. Es ist sehr, sehr schwierig, Leuten gegenüberzutreten, die nicht wissen, worum es ging, weil es wurde ja jedem einen Maulkorb verlickert. Dass ja nichts nach außen dringen sollte, von der Stelle aus, von meiner Seite aus. Ich habe jedem gesagt, was passiert ist, aber ganz ehrlich mal, wegen so einer seltsamen Aktion wird man normalerweise nicht fristlos entlassen. Das war der allgemeine Tenor, den wir immer wieder erhalten haben. Da ist sonst noch was, da muss was gewesen sein. Und das war eigentlich so das Schlimmste, dieses Getuschel, so hinterm Rücken, nicht nur von mir, auch von meiner Frau, von meinen Kindern,
die auch gesagt haben, ja, die kam zwar, ich habe den getroffen, aber es ist nicht mehr so, dass das Verhältnis so, diese Ansprachen wie vorher waren. Man konnte sich nicht mehr so unterhalten. Es waren, ja, es waren stellenweise schon Zeiten, wo man auch lieber im Auto irgendwo eingefahren ist, als im Ort zu bleiben, weil es doch deprimierend ist, immer wieder das Gleiche zu sagen und immer wieder auf die gleichen Dinger zurückzukommen. Aber es hat sich nichts geändert. Und es ist auch heute noch nicht hundertprozentig, ganz klar. Nicht. Angenommen, wir könnten die Zeit jetzt zurückdrehen, diese 10.000 Euro stünden wieder vor Ihnen, die Sie am Ende dann bekommen haben, würden Sie es ablehnen? Einerseits würde ich sagen, ja. Andererseits würde ich aber auch sagen, es war der Wille von der Frau, und die wir sehr gemocht und sehr geschätzt haben. Und aus dem Grund, glaube ich, hätte ich gar nicht das Recht, darüber nachzudenken, ob ich es ablehnen würde. Mhm. Rein von dem, was passiert ist, wie es passiert ist und so weiter, würde ich natürlich direkt sagen, okay, die Sache erledigt. Aber andererseits, wenn man sowas annimmt oder so, dann ist ja auch so ein gewisses, ja, Verhältnis da gewesen. Und wo man sich auch ein bisschen verpflichtet zufühlt, dass der letzte Wille zu behalten ist. Ne? Ganz schwierig, Herr Mohr, herauszufinden tatsächlich, wer hilft, weil er helfen möchte, weil er tatsächlich eine persönliche Beziehung hat. Wer hilft, weil er am Ende eben sich etwas, eine Hoffnung macht auf ein Erbe. Was hätte denn Herr Weber besser machen können in der Frage? Das ist eine berechtigte Frage. Also sicherlich offen mit dem Thema umgehen. Herr Weber hat ja geschildert, dass die Vollmacht bekannt war. Das hat ihn nicht vor der fristlosen Kündigung geschützt? Musste das erst vor Gericht wieder zurückerstreiten? Ich würde sagen, man kann sich schwer dagegen wehren, denn das ist etwas, was im Privatbereich liegt und im Grunde genommen keine unmittelbare Überschneidung mit dem beruflichen Bereich hat. Mhm. Wie soll man das, außer dass man es durch die Vollmacht und das Gegenzeichen des Vorstandes nach außen kommuniziert und dann ja auch danach handelt. Mhm. Was soll man mehr tun? Ich kann das Ihnen nicht sagen. Das war ja auch über 30 Jahre, muss man dabei sein. Ne? Das würde ich gerne auch wissen, Verhältnis. Schwester Bernadette und Herr Mohr, ist Ihnen eigentlich in den vielen Fällen, die Sie gehabt haben, auch tatsächlich das begegnet, dass da Nachbarn sich wirklich gekümmert haben und vielleicht auch besser als die Familie und das ehrlich war? Ja. Natürlich muss man Acht geben, es ist das andere Extrem. Man meint, es wird nicht gut, die sind natürlich auch dann gleich verdächtig, das ist ganz heikel. Deswegen sagte ich ja vorhin schon, man muss die Menschen sehen von Angesicht zu Angesicht. Mhm. Deswegen ist meine Idee, einfach so ein Haus zu haben, in München eine Anlaufstelle, weil ich merke, die Gefühle, die sind einfach da. Nach 20 Jahren sind die noch voll in diesem Prozess mit drin. Mhm. Ich habe jetzt eine Mail gekriegt aus Amerika, die hat ein Trauma, diese Dame. Die leidet heute noch so unter diesen Verwundungen, unter diesen Verletzungen. Ich meine, kein Arzt kann übers Internet operieren. Der muss den Patienten sehen. Da sind Verwundungen da. Sie möchten eine Anlaufstelle haben, wo Menschen, die aus eben sowohl Herr Weber, aber eben auch Frau Maurer oder eben zu Ihnen kommen. Müssten einfach Juristen mit ins Boot geholt werden, Politiker. Ja. Ich habe vor kurzem einen Vertrag gesehen, einen sogenannten Wart- und Pflegevertrag, wo genau definiert war, ich möchte einmal die Woche gebadet werden und. Dann hat die sogenannte Erbschleicherin prozessiert, hat Recht bekommen, weil dann gesagt wurde, das ist ein dehnbarer Begriff, allgemeiner Begriff. Das muss ich nicht machen, kann mir nicht zumuten. Solche Dinge müsste man klären. Da braucht es Zeit, da braucht es wirklich eine Anlaufstelle. Vielleicht geschieht euch Ihre Sendung. Sie brauchen einen Sponsor. Ich möchte gerne noch, damit wir einmal noch mal über alle Fälle vielleicht resümieren können, Ihnen so etwas hier präsentieren. Das Problem ist, dass eben die Rechtslage so ist, dass selbst wenn Sie so einen Schmierzettel nehmen und darauf Ihr Testament verfassen, könnte das Gültigkeit haben. Und bei diesem Fall, den wir Ihnen jetzt zeigen wollen, geht es gar nicht um ein paar tausend Euro, sondern es geht um ein Millionenvermögen, nämlich um das Vermächtnis der ehemaligen Kaiserin von Persien, Soraya. Es war wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Die 18-jährige Soraya, Tochter eines persischen Stammesfürsten und seiner deutschen Frau, heiratet 1951 bei einer prunkvollen Hochzeit Schah Reza Pahlavi. Als sie dem Herrscher keinen Thronerben schenkt, wird Kaiserin Soraya 1958 verstoßen und lebt seither als Jetsetterin zwischen Marbella und Paris mit einer hohen Millionenabfindung des persischen Hofes. Nach Sorayas Tod 2001 soll das Vermögen ihrem Bruder zufallen, der in Köln lebt. Doch dieser stirbt kurz nach Sorayas Beerdigung. Seither, seit 12 Jahren, wird vor Kölner Gerichten um den Nachlass gestritten. Entfernte und angebliche Verwandte der Ex-Kaiserin Soraya, aber auch ein Privatsekretär, der ein ominöses Testament vorlegte, hoffen auf ein Millionenerbe. Und bei uns jetzt eben die Großcousine Parikhe Sauer mit ihrer Tochter Anushka Weyand. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Frau Sauer, am Ende ist es so ein Zettel gewesen, auf dem der Bruder der verstorbenen Kaiserin Soraya
drauf schrieb folgenden Text: Bijans Wille, so heißt dieser Mann, Mr. Hassan F., der Retter Number One and my only friend, den nenne ich als meinen Alleinerben. Warum bezweifeln Sie, dass dieses Testament richtig ist? Das ist erstens, er wusste nicht, dass ich an diesem Abend nicht mehr leben würde, meine Cousin. Das ist, wie, wann entstanden dieses Testament? Das Testament ist auch ein Jahr später ist es aufgetreten. Ja, aber wann hat er das geschrieben? An diesem Abend gestorben sollte, mit Uhrzeit am und selben alles. Abend, am selben Abend, ist. Ja. Mhm. Ich glaube, 13 Uhr und so viel. Mhm. Sollte dann, war noch mit Datum drauf. Mhm. Ne? Und da denke man dann... Er war krank. Er war krank, er hat viele Medikamente genommen und auch hat er dann Alkohol dazu genommen. Aber dass er aber möglicherweise zu diesem Privatsekretär eine so enge Beziehung hatte, dass er dem einfach das im Angesichts des Todes sagt, du sollst alles bekommen, mein ganzes Vermögen. Ich weiß es nicht, das Warum? War ein Chauffeur und kein Sekretär. Das war sein Chauffeur gewesen. Kann trotzdem Ihnen ja, ja große Dienste geleistet haben und er wollte Ihnen da... Das glaube ich nicht. So, warum nicht? Das glaube ich nicht, weil ich glaube nicht, dass er jetzt an diesem Abend gestorben ist, ihm alles vermacht wurde. Da denkt man ja gar nicht an Testament zu schreiben, wenn mir so schlecht geht. Und so denke ich nicht, dass er das gemacht hat. Mhm. Um wie viel Geld geht es hier eigentlich? Da geht es dann um ein paar Millionen. Also, wie viel etwa? So 23. 23 Millionen. Ja. Das ist jetzt nicht wenig. Frau Vajan, Soraya ist 2001 gestorben. Der Bruder eben, Bijan, ein paar Monate später. Tage später. Ein paar Tage später. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass Sie möglicherweise Ihre Familie, Ihre Mutter erbberechtigt sind? Also Soraya und auch Bijan sind verstorben unverheiratet, kinderlos. Mhm. Und es gab keine nahen Verwandte mehr. Und man konnte dann in Zeitschriften und Zeitungen lesen, wer verwandt ist mit Soraya oder Bijan, bitte meldet euch da und da. Und okay. da meine Mutter tatsächlich eine Großcousine ist von Soraya, hat sie sich wie so einige andere Verwandte auch eben gemeldet. Mhm. Und hat gesagt, okay, wenn ein Erbanspruch da sein sollte, dann melden wir uns eben an. Aber ein knappes Jahr später ist ja dann dieses Testament aufgetaucht. Also sie hat es alles an ihren Bruder gegeben, der Bruder genau. Hat es an eben. Die Frage, dass er vorher Alkohol getrunken hat, dass er unter Tabletten- oder Medikamenteneinfluss stand, woher wissen Sie das? Also das war auch allgemein bekannt, dass er wohl alkoholabhängig war. Aber in dem Moment, als er das schrieb, woher ist das bewiesen worden? In dem Moment, als er das Testament geschrieben hat, also ja. Er ist ja obduziert worden und da hat man schon auch Medikamente, Opiate und auch Alkohol gefunden. Deswegen wird ja die Testierfähigkeit des Bijan angezweifelt. Angezweifelt und angefechtet. Ich muss mal den Anwalt mal eine schlichte Frage stellen. Also so alleine schon die Größe, wir ist natürlich nicht das Testament, aber wir haben es sozusagen originalgetreu, was die Größe angeht, mal nachgeschnibbelt. Also so ein handschriftlicher Zettel mit Datum, Unterschrift, nicht mehr als 5x5 cm, sowas gilt? Alles gilt, was man mit der Hand geschrieben hat, wenn der Testierwille daraus hervorgeht. Hier habe ich den Text eben richtig verstanden. Es soll ein Testament sein. Also es soll die Ernsthaftigkeit zum Ausdruck kommen, dass das eine Testierung sein soll. Deswegen kann so ein Zettel problematisch sein, weil man sagen kann, naja, das ist nur vielleicht nur ein Spaß gewesen. Normalerweise würde man ein anderes Testament nehmen. Aber grundsätzlich von Rechts wegen kann man jedes Medium nehmen. Es gab sogar schon einen Fall, da hat ein Gefangener auf die Zellenwand geschrieben. Es muss ein bleibendes Medium sein, also es darf nicht in den Sand geschrieben sein und durch den Wind verweht werden. Aber jedes bleibende Medium und auch jede Schriftart, es muss nur handschriftlich sein. Okay, also deswegen von daher wäre das in Ordnung. Der Todeszeitpunkt eben 15 Minuten, nachdem der Zettel geschrieben wurde. Ist das ein Hinweis darauf, dass das möglicherweise keine testierfähige... Für sich alleine noch nicht. Man muss ja den Vollbeweis führen, dass es nicht ernsthaft war. Dass er unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand? Das ist ja ein absoluter Wert. Da kann ja ein Sachverständiger festlegen und sagen, na gut, bei dieser Konstitution und diesem Alkohol- und Drogengehalt kann keine Geschäftsfähigkeit bzw. Testierfähigkeit, also ein etwas niedrigeres Niveau, vorgelegen haben. Ich meine jetzt mal ein Beispiel, bei 3 Promille wird man wohl nicht davon ausgehen können, dass Testierfähigkeit gegeben ist, denn man muss in dem Augenblick überblicken können, welche Konsequenzen hat das. Und das könnte man bei 3 Promille sicherlich
Zweifel dran haben, ja. So, dann ist also dieses Testament also angefochten worden. 2006 hat das Amtsgericht in Köln tatsächlich auch festgestellt, das Testament, dieses hier, ist unwirksam. Das hat aber nicht geheißen, dass Sie gleich eben dann das Erbe bekommen haben. Warum zieht sich das so lange hin? Der Chauffeur hat natürlich dagegen Beschwerde eingelegt. Mhm. Deswegen ist es auf dem Landgericht Köln erstmal wieder gelandet. Ja. Und das Landgericht hat jetzt Gutachter bestellt seit 2006, die eben prüfen, war Herr Esfandiari testierfähig? Das ist Bijan. Genau, oder eben nicht. Ja. Und bestand vielleicht zu dem Zeitpunkt ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Erblasser und dem Chauffeur? Dann wäre es auch anfechtbar, Herr Mohr? Da kommen wir wieder zu Drohung, Täuschung oder Irrtum. Drohung, Täuschung oder Irrtum, in diesem Fall wäre das dann Täuschung. Täuschung? Etwas, oder eben? Ja, genau, ich bin der Einzige, der sich um dich kümmert, oder Drohung, ich kümmere mich nicht mehr um dich. Die andere Frage ist die, Frau Sauer. Also angenommen, dieses Gericht kommt nach so vielen Jahren dann dahinter und sagt, dieses Testament jedenfalls ist es nicht, er war nicht testierfähig, das Erbe geht tatsächlich an die Erbberechtigten. Wie sind Sie eigentlich verwandt mit Soraya? Meine Ururgroßvater ist dann Bruder von Urgroßvater von Soraya. Also Sie sind auch in Iran geboren tatsächlich. Ja. Haben Sie Soraya tatsächlich auch kennengelernt als Kind? Unsere Villas waren die ungefähr 8 Kilometer entfernt. Und meine Eltern haben diesen guten Kontakt gehabt. Natürlich, ich war damals klein, weil der Soraya ist viel älter als ich. Ich war so alt wie meine ältere Schwester. Und ich habe ihn oft gesehen, zusammen waren und die Eltern sehr guten Kontakt gehabt haben und alles, ja. Und Bijan haben Sie auch kennengelernt, den jüngeren Bruder? Bijan habe ich dann kennengelernt, als er dann in Köln gewohnt hat. Dann. Sie sind auch seit 1962 hier in Deutschland? Ja. Sind ausgebildete Krankenschwester? Ja. Pflegen heute noch ehrenamtlich? Ja, richtig. Weil Sie in Rente sind und trotzdem pflegen Sie eben ehrenamtlich weiter, ja, Senioren? Ja, ich habe später bin ich in Altenpflege rein und war ich oft in dem Altersheimen. Ja. Und später, als ich in Rente geworden bin, da pflege ich mal meine ältere Leute so ehrenamtlich. Also sagen wir es mal so, Sie könnten das Geld gebrauchen? Ja gut, weil dann nicht. Für mich alleine sage ich, ich bin so, wie das ist, bin ich glücklich. Ich brauche nicht viel. Ja. Ich habe alles, was ich haben wollte. Ja. Aber gut, ist das nicht schlecht für meine Kinder oder meine Enkelkinder, die eine gute Ausbildung haben. Ich habe ein Schaubild mitgebracht, Frau Weyand, wenn Sie uns das mal erklären könnten. Der Verwandtschaftsgrad wird eine Rolle spielen tatsächlich, wenn man dann sagt, also wer ist erbberechtigt und wer nicht. Wenn ich das richtig gelesen habe in der Presse, ist der nächste Verwandte von Soraya ein Cousin dritten Grades. Ihre Mutter wäre Cousine fünften Grades. Genau. Und hier haben wir diesen Urgroßvater. Wer hat denn diesen Stammbaum eigentlich gemacht? Ein Onkel von Ihnen? Wie war das? Nee, das ist aus dem Buch. Es gibt ein Buch der Bachtiari. Das ist der Stamm, aus dem meine Mutter und auch Soraya und Bijam kommen. Und es existiert ein Buch eben über die Bachtiaris. Und dieser Stammbaum ist in dem Buch verzeichnet. Aber es gibt nicht, anders als bei Deutschen... Das ist ein bisschen anders, ja. Wir haben keine Standesämter, Mikrochip, wo man gucken kann, okay, wie ist die Abstammungsurkunde und so. Das gibt's da also nicht, es könnte knifflig werden. Es wird knifflig werden, ja. Können Sie verstehen, wenn uns jetzt ein paar Menschen zuschauen, dass da auch eine Skepsis vielleicht da ist, dass man denkt, na klar, also 23 Millionen und dann melden sich 23 Angehörige und sagen, auch ich bin verwandt mit Soraya. Auf jeden Fall. Es ist allerdings auch so, wenn von diesen Millionen, die das denken, irgendjemand Bachtia heißt oder Esfandiari oder Karl, wie der Mädchenname von Sorayas Mutter war. Ja. Und es würde ein Aufruf gemacht werden, wenn Sie so heißen, melden Sie sich bitte, weil hier stehen 23 Millionen. Glaube ich, zu 95% würden sich die Leute melden. Vielleicht 5% würden sagen, das ist mir zu blöd, aber der Rest würde sich sicherlich melden. Der Rest würde sich melden und hätte in diesem Fall, aber jetzt muss ich noch mal fragen, angenommen, das ist ja das Thema, über das wir hier heute geredet haben, ist ein Mensch, der kümmert sich um jemanden. Möglicherweise ist der wirklich mein bester Freund, wie eben dieses Testament vermuten lässt. Warum soll denn der nicht dann dieses Geld bekommen, wenn er doch da so nah dran war? Ja gut, wenn der in Wirklichkeit so ist, habe ich auch überhaupt nicht dagegen. Mhm. Aber ich gehe davon aus, meine Cousin,
wartet dann mit Medikamente und Alkohol und alles vollgepumpt. Ja, und das böser Mensch ist offensichtlich ja, dann. Ich denke nicht, dass jetzt irgendwie freiwillig so geschrieben hat oder Warde wusste nicht, was er schreibt. Ja. Ich finde die Sache dann kompliziert, Herr Mohr, oder vielleicht, ich wende mich jetzt mal an Sie, wenn das Verwandte sind. Also angenommen, ich pflege meine Mutter und tue das sehr lange, habe ich doch vielleicht dann manchmal auch im Kopf, naja, das ist, gehört mir irgendwie auch. Also ich wohne vielleicht mit ihr zusammen, also verwischen da die Grenzen irgendwann mal. Also gerade diese lange Dauer ist ein großes Problem, wenn dann auch eine Vollmacht erteilt worden ist, dass ja. dann so zwischen meine und dein ein bisschen die Grenzen verwischt werden. Ja? Meine Mutter wird schon gewollt haben, dass ich das jetzt nehme und davon den Urlaub fahre, damit ich mich erholen kann von der Pflege. Also es ist tatsächlich so, dass das sicherlich am Anfang oft ganz redlich durchgeführt wird, die Pflege und die Betreuung. Aber mit zunehmender Dauer sieht man den anderen Familienteil weit weg und sieht den Wunsch dessen, den man betreut, den denkt man sich einfach, der wird das schon so wollen, dass das Geld nach und nach mir zufließt. Also, das ist schon ein bisschen intuitiv auch. Das ist keine präzise festzustellen Anliegen oder sehr selten vielleicht. Ja. Ist es denn ein Straftatbestand? Ja, wenn man mit Geschäften vertraut ist und die dann unredlich besorgt, dann ist es eine Untreue, weil man die Macht hat, über das Geld zu verfügen. Also wenn man Geld abhebt und nimmt es für sich, statt es fremdnützig für den Betreuten zu verwenden, dann ist das eine Unterschlagung. Ja. Frau Schöffel, Sie haben jetzt auch die anderen Fälle mitgehört. Vom inneren Gefühl her, gibt es so etwas wie eine Vergebung, dass Sie sagen, nun gut, möglicherweise gab es da jemand, der war nahe, der hat dieser Schwester auch was Gutes getan? Gibt es den Gedanken? Das oder ist es völlig ausgeschlossen? Das käme gar nicht zum Tragen, weil ich emotional das nicht mehr loswerde, dass meine Schwester sterben musste und ihre letzten Lebenstage oder Wochen damit verbrachte, den Eindruck vermittelt bekommen zu haben, wir hatten jahrzehntelang ein gutes Verhältnis und meine engsten Verwandten kümmern sich überhaupt nicht mehr um mich. Die kommen nicht mehr ins Krankenhaus. Mhm. Ich möchte dazu sagen, zu dieser Isolationssituation, nachdem ich Ihren Beitrag gehört habe, ist es ganz wichtig, dass eine Anlaufstelle eingerichtet wird, wo sich Verwandte, Betroffene oder vormals vertraute Personen hinwenden können. Eine Anlaufstelle mit rechtlicher Relevanz, um etwas klären zu lassen, möglichenfalls auch über Mediation. Wenn eine Pflegekraft den pflegebedürftigen Menschen völlig isoliert hält, ich betone dieses Wort, und Verwandte überhaupt nicht mehr ranlässt. So etwas ist furchtbar wichtig. Ich möchte auch noch mal auf Ihren Beitrag zurückkommen. Wenn Sie mir gestatten, weil wir nämlich gleich am Ende der Sendung sind. Ich würde gerne noch mal betonen, diese Stelle, die Sie planen, wäre auch eine Anlaufstelle für Herrn Wieber. Also für Menschen, die ungerechtfertigt eben einer Erbschleicherei bezichtigt werden. Das ist der Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Es müssen Juristen mit ins Boot geholt werden. Rechtsbeistand, politischer Beistand. Das ist so eine Gesamtschau eben. Haben Sie schon ein Testament gemacht, Schwester Bernadette? Ich habe nichts zu vererben. Ich habe gerade gelernt, 29% aller Deutschen haben nur ein Testament gemacht. Würden Sie denn, Herr Mohr, empfehlen, das bei Verstand zu machen? Und zwar egal, wie alt wir sind? Unbedingt bei Verstand. Und natürlich mit Hilfe eines Anwalts, oder? Mit Hilfe eines Anwalts im eigenen Interesse unbedingt. Nein, aber grundsätzlich auch mit Hilfe eines Anwalts, weil sonst die Testamente oft missverständlich sind und dann doch wieder zu Streit führen, obwohl vielleicht alles gut gemeint war und von der Grundüberlegung auch richtig war. Wenn es dann unvollständig zum Ausdruck kommt, sprachlich, dann gibt es doch wieder Streit. Es gibt mal einen weisen Mann, der gesagt hat, wir sind am Ende der Sendung, ich danke Ihnen aber sehr. Es war wichtig, einmal die Möglichkeiten aufzuzeigen, die es in diesem Feld gibt. Ich danke Ihnen allen, dass Sie das heute hier getan haben. Man kann das fortsetzen, das ist uns klar. Ich würde gerne schließen mit dem Hinweis eines Mannes, der gestiftet hat. Der Mann, der reich stirbt, stirbt in Schande, sagte Andrew Carnegie, der sehr viel seines Vermögens, bevor er starb, weitergegeben hat. Vielleicht ist das noch ein kleiner Gedanke. Nächste Woche kümmern wir hier uns um die Sekten. Unter anderem ist die Nichte des Scientology-Chefs Jenna Miscavige Hill aus den USA unsere Gesprächspartnerin und wir sprechen mit Aussteigern der Zeugen Jehovas und der 12 Stämme, die vor kurzem wegen der Misshandlung ihrer Kinder auch in der Presse standen. Jetzt kommt das Nachtmagazin. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wiedersehen. So.